Now I done grew up around some people living their life in bottles. When they had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, heute alleine, ist gerade Essen gegangen und wir sind jetzt alleine auf dieser wunderschönen Map hier. Oh, wieder kein Kontakt, wieder Verwandlungsrennen und weiß ich nicht, wie viele Leute wir sind. Und ich weiß einfach nicht mal, wie ein Superstart geht. Aber wir gucken mal, 11 Leute sind wir. Und man kommt so extrem langsam vor durch diesen Tunnel. No, go, 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 komm, baby, give's me. Sieht schon geil aus. Muss man schon sagen, allgemein die Maps so, bin ich auch gespannt auf die neuen, auf so Customizer Maps, wie die aussehen. Die sehen bestimmt auch hardcore aus. Ich wollte schon Geld auf mich wetten, aber hätte ich das bloß gemacht. Yo, als ob. Jetzt bin ich da nicht durchgekommen, weil ich nicht das Tor gesehen habe. Kotzt mich doch an. Ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch, wie mir gerade so nebenbei einfällt. Die gute ist, vielleicht hole ich mir persönlich zu Hause auch noch eine 50k Leitung. Die schlechte Nachricht dazu ist, ich weiß, dass ich länger hier arbeite bei meinem jetzigen Betrieb. Schlecht ist es nicht, natürlich, nein, niemals. Die Sache ist bloß für euch dann vielleicht nicht ganz so nice, weil wir eben nicht so dauerhaft diese Videos bringen können, weil ich mehr arbeiten muss und härter und auch viel lernen muss. In nächster Zeit ein paar Weiterbildungen. Geil ist es ja, freut mich auch. Aber ich denke schon, dass ich relativ die Videos öfters trotzdem noch gut bringen kann. Siehe jetzt, ich habe im Moment habe ich noch so ungefähr für dieses Wochenende vorproduziert, also 7 Tage. Und jetzt habe ich auch schon wieder ein paar Videos aufgenommen, weil ich einfach nur Zeit habe. Nutze ich die Zeit? Warum auch nicht? Man hat ja die Zeit zum Nutzen. Zu Hause habe ich auch gerade noch zu tun und andere Projekte stehen im Moment nicht an, aber ich habe auch schon eine Anfrage von einem Musiker, also Gustus Musiker, bekommen, ob ich nicht Bock hätte, was für ihn zu machen. Da sage ich natürlich ja, gerne. Ich weiß nicht, ob ich das sagen dürfte. Sagen wir es, ich sag den einfach Namen einfach mal nicht. Wir kennen ihn alle noch. Soweit gehe ich. Und es ist leider nicht K-Man. Für K-Man mache ich das aber auch ganz gerne. Für die mache ich alles sehr, sehr gerne. Ich habe ja ein Video hatte ich ja damals mal gezeigt gehabt. Oder hochgeladen. Das haben sie persönlich auch auf ihrer Facebook-Seite genutzt. Haben mich zwar nicht verlinkt, finde ich aber auch nicht schlimm, weil es ist auch kein Vorzeigevideo für die und für mich unbedingt. Aber es war so ein jo, okay, ich probiere mal einfach mal so ein Konzertmitschnitt aus. Ich habe eine scheiß Kamera. Ich habe das nicht vorher geplant gehabt, was ich alles mache damit. Und deswegen finde ich das schon in Ordnung, dass sie mich doch nicht verlinkt haben. Nächstes Mal könnte ich mal ein Zeichen mal drunter machen, also das ist mir irgendwie ein Zeichenausdruck oder sonst was. Aber also Ausdrucke nicht, sondern einfach mal drauf machen, weil die Erde, die so mein Erkennungszeichen mit ist. So rettet die Erde. Ich merke gerade, ich habe die ganze Zeit Musik im Hintergrund laufen. Das war scheiße. Nur weil ich die Musik ausgemacht habe. Ich werde ihn sicherlich nicht mehr einholen. Also sind wir uns, glaube ich, alle sicher. Und selbst der Dritte überholt mich gleich, weil ich einfach mal nochmal gesagt habe, okay, ich mache mal die Musik nochmal anders. Aber ich habe doch noch irgendwie was offen. Ich muss warten, bis ich aus der Röhre raus bin, weil sonst kriege ich das nicht hin.
So, fahren, das geht alles. Ja, da kann ich wieder fahren. Da sind wir wieder auch an der Stadt Zielgerade. No, 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 no. So, das geht ja alles. Das geht ja gleichzeitig. Das ist kein Problem. Alter, was ist da im Hintergrund gewesen? Waren das die anderen irgendwie? Sieht man leider nicht. Los. Zweiter muss ich werden. Also da, das ist für mich eigentlich fast ein Muss. So. Diesmal auch dran denken, wir haben das Tor, wo ich durchfahren muss. Nicht wie letztes Mal einfach mal dagegen fahren. Ah, ist wirklich GTA? Also Rockstar mal wieder was sich einfallen lassen mit dem Ganzen hier. Jo, das war knapp. Das war fucking knapp. Und hier sind die meisten damals abgeschissen. Hm. Nice. Vor allem, mich würde auch mal frage ich mich auch, womit verdiene ich jetzt eigentlich meine Klicks? Also irgendwie muss ich mal wieder Klicks bekommen. Weil so geht es halt nicht weiter. Ich habe irgendwie 0 bis 3 Klicks, wenn überhaupt. Raccoon, also die Hut ab. Mir gefällt auch, was er persönlich macht. Verneige ich mich. Er ist ja ein Meister für mich. Nein, Spaß beiseite. Also Raccoon Supply, wir haben ja damals irgendwie aus Langeweile mal gesagt gehabt, jo, lass uns mal das machen gemeinsam. Weil wir so rausgefunden haben, jo, er macht YouTube, ich mache YouTube. Dann kommen wir auf Minecraft-Projekt. Hat uns ja auch persönlich Spaß gemacht, so ist es ja nicht. Jetzt will ich mal wissen, ob das vielleicht... Es könnte geholfen haben, ein bisschen. Und jetzt macht er seinen Zeller und seine... Also Indie-Game-mäßig, finde ich jetzt. Ich weiß nicht, ob das wirklich Indie-Game ist oder nicht. Persönlich richtig gefallen mir die Spiele ja nicht. Aber mir gefällt sein Contact und sowas. Er hat sie auch sehr verbessert in Sachen Let's Play und sowas. Ich natürlich finde ich auch, also man soll sich ja nicht selber loben, so unbedingt, aber guckt doch mal die Videos von damals an und guckt euch die Videos von jetzt an. Allein die Real-Life-Videos, wo ich mich zeige, sind so ein Riesenunterschied. Finde ich jetzt wirklich persönlich. Da darf man sich schon mal loben. Klar, Millionen oder sowas, denke ich mal nicht, dass wir die beiden das beides hinkriegen. Lust und Laune haben wir beide. Also er sicherlich auch noch sehr. Ich habe ihn zwar nicht gefragt oder so, aber man merkt es doch schon an seinen Videos. Er hat noch die Lust dabei. Er macht seine Begrüßung. Ja. Man merkt die Freude. Es gibt einige Let's Player, die machen so, hey, ja, ich mach mal wieder ein Video oder sowas. Da merkt man schon, jo, die wollen keine Videos mehr machen, so unbedingt. Aber Raccoon Style, der hat seine Lust und Laune noch. Wobei ich sagen muss, ich jetzt persönlich, ich habe auch noch die Lust, ja. Die Sache ist nur, manchmal nehme ich hier 3 Parts an einmal auf. Dann hängt man vielleicht irgendwann im Level fest oder sowas. Und dann hat man einfach keine Lust mehr. Man will dann einfach nur noch sterben. Manchmal mache ich das auch nur vor der Aufnahme oder sowas. Ja. So. Hier habe ich mir letztes Mal den Hals gebrochen. Klar, ich könnte auch Videos rausbringen, so von neueren Games. Skyrim wurde ich auch schon gefragt und sowas. Ich bin aber nicht in dieser Richtung von Games. Also, das gefällt mir überhaupt nicht. Auch wenn ich halt irgendwelche 3 Millionen Klicks bekommen würde, was jetzt gelogen ist, und vielleicht ein paar neue Abonnenten, mir ist das dann in dem Sinne egal. Das Wichtigste ist wirklich, man soll Spaß haben. Und einige, die machen Videos, haben keinen Spaß, kriegen aber ihre Klicks dafür, weil sie eben neuere Games zeigen. Und scheiße, ich werde leider
nicht mehr Zweiter, finde ich echt schade. Und es gibt einige Leute, die haben Spaß daran und machen keine Klicks. Und es gibt Leute, die haben keinen Spaß daran, wollen es für Klicks machen oder wollen berühmt werden und hören dann einfach auf, weil sie keine Klicks haben. So geht das nicht. Also YouTube soll allen Spaß machen. Das soll ein Hobby sein, finde ich jetzt. Direkt arbeiten, ja, vielleicht. Wenn man davon leben kann, dann kann man es gerne machen. Aber nicht drum meckern, ich krieg den Abonnenten, obwohl ich mich so anstrengen oder sowas. Da macht man irgendwie was falsch. Also man soll auch jetzt nicht überall seinen Kanal voten oder sowas. Ist scheiße. Und ich sag jetzt mal, für kleinere YouTuber sind schon ein paar hundert Zuschauer allgemein Aufrufe gar nicht mal so schlecht. Also dann soll man sich hier nie rumholen. Ich bin seit einem Jahr auf YouTube und habe gerade mal 100 Zuschauer. Das ist geil. Das ist doch gut so. Seid doch froh, dass ihr überhaupt irgendwelche Leute habt, die euch zuschauen. So sehe ich das. Naja. Eine Frau hat... Oh, so schlecht sah sie ja gar nicht mal aus. 18.000 haben wir bekommen. Gefiel mir nicht so gut. Muss man wirklich sagen, das war zwar vom Aussehen eine gute Runde, aber persönlich nicht. Dann Leute, da bin ich für den Part mal wieder. Wenn euch der ganze Part gefallen, dann kippt nochmal oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensa-Wort. Ciao, ciao.